Kaum eine Woche vergeht in den USA ohne eine neue Massenschießerei. Jetzt neuerlich ein Blutbad, diesmal in einem Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia. Die Tatzeit war am Abend in der Nacht auf Mittwoch, ungefähr gegen 22 Uhr, hatte ein Manager des Geschäftes in einem Pausenraum das Feuer eröffnet mit einer Pistole. Insgesamt wurden 6 Menschen getötet. Am Ende richtete sich der Schütze selbst. Die Motive sind bisher unklar. Es wird auch noch untersucht, ob die Schießerei nur in dem Pausenraum stattgefunden hat oder ob sich der Täter dann hinausbewegt hat in den eigentlichen Shoppingbereich. Natürlich, zu dieser Zeit war der Supermarkt gerammelt voll mit Einkäufern, die sich vorbereiten für das Thanksgiving-Fest in den USA am morgigen Donnerstag. Deshalb hätte es noch viel schlimmer kommen können. Wie gesagt, die Polizei untersucht jetzt, was den Schützen dazu bewogen hat, das Feuer zu eröffnen auf seine Kollegen, denn alle 6 Opfer sind angestellte Arbeiter bei diesem Supermarkt. Das neuerliche Massaker in Virginia folgt natürlich einem Blutbad letzte Woche oder am Wochenende in Colorado Springs, als ein Schütze in einem in schwulen Nightclub 5 Menschen getötet hat.